Willkommen zurück. Ich bin Minister Kosch und weiter geht's hier in Farthest Frontier. Hallo. Die zweite Aufnahmesession hier in der zweiten Staffel für dieses Let's Play-Projekt in der schwersten Schwierigkeitsstufe. Und die erste Aufnahmesession ist mittlerweile durch, ist versendet. Und vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Waren für meine Verhältnisse sehr viel. Ich habe auch einige hilfreiche Tipps bekommen und die würde ich jetzt gerne mal abarbeiten. Beziehungsweise ein sehr wichtiger Tipp ist angekommen, sagen wir es so. Während hier anscheinend noch an der Straße hantiert wird. Und zwar geht es um die Felder, die wir hier geplant haben. Da hatte ich ja schon in der letzten Folge ja schon bemerkt, dass wir jetzt mittlerweile ein kleines Nahrungsmittelproblem haben. Wir haben ja hier diesen Acker, den haben wir schon länger. Und gerade neu hinzugefügt diesen Acker, der natürlich jetzt hier noch ein absolut unterirdisches Unkrautniveau hat. Oder ein überirdisches, wenn man es so nehmen will. Wir planen gerade hier diese Jägerhütte, denn wir haben ein Nahrungsmittelproblem. Die Äcker sind noch nicht wirklich einsatzbereit oder neue. Und wir haben jetzt noch 3 Monate Nahrungsmittelvorräte. Der neue Jäger, der muss jetzt schnellstens gebaut werden. Da braucht man dann die Stämme für. Aktuell haben wir keine. Wir haben allerdings so einiges zum Abholzen beauftragt. Das sieht hier eigentlich gut aus. Wobei wir hier die 2 Steinvorräte beauftragt haben. Nehmen das mal raus. Wir müssen unbedingt die Stämme priorisieren. Denn, und zu dem Raubtier komme ich gleich. Der neue Jäger, der wird Ressourcen benötigen. Unter anderem natürlich auch Nahrung, klar, aber auch Waffen. Und der jetzige Jäger, den wir hier haben, der beschwert sich jetzt schon über fehlende Fernkampfmunition. Und das liegt daran, dass hier der Bogner, der hier hinten ist, der braucht Stämme, um Munition herzustellen, Pfeile und Bogen. Und die haben wir einfach nicht. Und das hängt ja immer wieder alles mit allem zusammen. Und ja, außerdem haben wir hier diese Hütte noch im Bau. Da fehlen keine Stämme mehr. Da fehlt nur noch Arbeit, okay. Zu den Äckern kommen wir mal gleich, was ich eigentlich erzählen wollte. Denn wir haben jetzt schon wieder den ersten Raubtierangriff. Schauen wir uns das mal an. Ein Bär. Das ist hier hinten die Erkundung, glaube ich, die wir vor Ewigkeiten mal beauftragt haben, oder? Ja, okay. Da ist jemand am Erkunden gewesen. Den schicken wir mal zurück. Bitte mal hierhin zurückrennen. Was bist du denn von Beruf? Arbeiter, okay. Aktuell haben wir im Übrigen 9 Arbeiter, 1 Bauhandwerker. Den Bauernhandwerker will ich mal einmal erhöhen, dass wir da 2 haben. Während der Arbeiter jetzt hier um sein Leben rennt. Und es hier gerade sehr stark ruckelt. Bleibt der Bär wegen dem Ruckeln hängen oder was ist passiert? Aha. Okay, ja, das Angriffssystem von dem Spiel ist halt ein bisschen problematisch, wie ich finde. Solange dieser Arbeiter rennt, wird er niemals erfolgreich angegriffen von den Bären. Das ist der Nahkampfangriff ist sehr problematisch umgesetzt, weil so kann man ewig vor jemanden wegrennen und der hat keine Chance, dann anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das genauso aussieht. Mit den Räubern dann. Die Räuber, habe ich schon gemerkt, die können deutlich schneller rennen als die eigenen Arbeiter. Ob das dann auch so aussieht, aber bei den Tieren zumindest kann man da ewig wegrennen. So, und der kommt dann irgendwann auch mal in der Heimat an. Dann müssen wir dann mal hier die Notglocke betätigen. Und zum eigentlichen Thema, was ich eigentlich erzählen wollte, der Acker, da bin ich dann gar nicht gekommen. Aber jetzt müssen wir hier mal abwarten, damit wir nicht den wichtigen Mann verlieren. Denn es ist weiterhin das Hauptproblem oder die Hauptaufgaben, die wir haben,
Wir müssen die Leute, die dürfen nicht sterben und dürfen auch nicht wegsterben. Das sind sehr wichtige Ressourcen. Die wir wiederzubekommen, ist immer teuer. Und, oh, hier greift jemand schon den Bären an. Ist das der Jäger? Der hat man ja auch, glaube ich, hier, ne? Genau. Ja, das ist doch gut. Oh, nee, dann jetzt greift aber der Jäger der Bär den Jäger an. So rum. So, du rennst weiter hier in diese Richtung. Jetzt läuten wir mal hier die Glocke. So, kannst du nochmal schießen vielleicht? Anscheinend nicht. Dann renn bitte auch weg. So. Jetzt, der läuft sogar nur. Der rennt ja nicht mal. Warum läuft der denn nur? Oh, es hat. Das Dorfzentrum hat hier dieses Reh abgeschossen. Okay. So, lieber Jäger, bitte renn mal Richtung Wachturm. Während das Dorfzentrum hier gerne auf den Bären schießen darf. Und jetzt holen wir uns noch ein paar Leute dazu. Aber nicht den Wachtmeister. Ihr bleibt mal hier. Du auch. Greif schon mal den Bären an. Du holst sie eh nicht ein, bevor er stehen bleibt. So. Und jetzt dürft ihr hier angreifen. Okay. So, dann kehrt wieder Frieden im Dorf ein. So, also die Äcker. Da habe ich den Hinweis bekommen, dass so, wie ich das bisher gemacht habe, ziemlich ineffizient sein wird. Und das habe ich auch schon selber bemerkt, als ich den zweiten Acker gebaut habe. Der ist eigentlich viel zu groß, der Acker. Der ist, glaube ich, der kann maximal 5 Leute beschäftigen. Der alte Acker, den wir schon ein paar Jahre haben, der kann auch maximal 5 beschäftigen. Der Vorschlag, der kam, war allerdings, die Äcker so klein wie möglich zu machen. Denn dann so kann man relativ simpel mit wenigen Arbeitern das Nahrungsangebot erhöhen. Oder das Nahrungsmittelvielfalt so rum. Kann man nämlich dann mehrere unterschiedliche Gemüsesorten anbauen, unterschiedliche Getreidesorten dann später. Und so bekommt man dann auch die Zufriedenheit hoch. Denn um die Hütten auf das nächste Level zu bekommen, brauchen wir 30% Zufriedenheit. Und dafür brauchen wir unter anderem auf jeden Fall 2 Nahrungsarten. Das haben wir jetzt hier schon erreicht. Aber aktuell fehlen uns noch Kräuter. Kräuter, normalerweise findet man die durch den Sammler, aber auf unserer Karte gibt es die, glaube ich, nicht. Wir haben nur Beeren und wir müssten die kaufen von Händlern. Ich hätte es auch schon gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, in der ersten Aufnahmesession, aber da wir aktuell noch keine Hütte auf 30% Attraktivitätsbonus haben, würde sich gar nicht lohnen, Kräuter zu kaufen aktuell, wenn die nicht noch andere Dinge machen würden. Genau. Und um die Nahrungsmittelvielfalt verbessern zu können, viele kleine Äcker, dann kann man die auch unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann mit Klee bewirtschaften, um die Produktivität zu steigern oder die Bauern einsetzen, damit dieses Unkraut sinkt. Das kann man dann sich auf viele verschiedene Äcker verteilen und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe, auf die großen Äcker. Und das würde ich tatsächlich aufnehmen wollen, diesen Vorschlag. Und ich glaube, diesen großen Acker hier in der nächsten, im nächsten Frühjahr versuchen gar nicht zu bestellen. Allerdings sehe ich jetzt hier auch schon, wir haben nur noch 1 Monat Nahrungsmittelvorrat. Wie sieht es denn hier mit unserem Jäger aus? Ja, da fehlen noch Holzstämme. Ja, wir sind weiterhin am Abholzen. Das ist nicht das Problem. Wir haben 8 Arbeiter, das ist okay.
So, ich mach mal die schnellere Geschwindigkeit rein, die 2. Und wir planen jetzt mal die Äcker. Wir sind ja hier auf dem allerunfruchtbarsten Gelände überhaupt. Und das beste Gelände wäre hier. Allerdings hatte ich mir vorgenommen, alles bis zu dieser Straße steht nicht für den Acker zur Verfügung. Ist ein bisschen schade. Und was auch schade ist, dass wir den Sammler und den Brunnen jetzt auf dieser Seite hier stehen haben. Die würden sich schön Äcker eignen. Wenn wir die hier bauen, haben wir allerdings nur eine Fruchtbarkeit von 35% zum Beispiel. Hier wären es 45, deutlich besser. Und deshalb habe ich mich entschlossen, die Äcker hier unten hinzusetzen. Die kleinste Größe, die es gibt, im Übrigen 5x5, das sind 2 Arbeitskräfte. Und hier 40% Fruchtbarkeit, das sieht ganz gut aus, finde ich. Wir planen das mal, allerdings bauen wir das noch nicht, denn wir müssen aktuell dafür sorgen, dass wir die Stämme abholzen für unseren Jäger und für die Bogen. Oh, der Jäger ist fertig. Ja. Jetzt haben wir 13 Stämme. Dann stellen wir doch mal noch einen zweiten Bogen ein. Ja, damit wir hier hinterherkommen mit der Produktion. So, dann könnte man vielleicht noch einen Acker setzen. Im Übrigen, das nächste Raubtier greift an. Ich habe den Acker auch deswegen hier hingesetzt, weil wir hier den Zaun schon gesetzt haben und wir da dann nur auf 3 Seiten den Zaun setzen müssen. Frage ist, ob wir dann hier den nächsten Acker schon machen. Da hätten wir aber auch nur 35% Fruchtbarkeit. Oder hier. 5x5, 45%. Ja, da haben wir jetzt aber hier die Felsen. Die kriegen wir nicht weg. Zumindest nicht so schnell. Wir haben da hinten noch einige Aufgaben, wo der Felsen auch relativ dringend weg muss. Hier hätten wir 41%. Ja, dann würde ich den nächsten hier machen. Dann können wir auch hier den vom Zaun profitieren, der schon da ist. Okay, auch das beim erstmal pausieren. So, das nächste Raubtier, der Wolf. Okay, das ist auch eine Erkundungsmission offensichtlich. Ja. Dann renn doch bitte mal nach Hause. Hier hin. So, den Wolf können wir so beobachten, gut. Der wird jetzt wieder eine Weile brauchen, bis er im Dorf ist. Wie sieht's mit dem Bogen aus? Der hat jetzt zumindest mal einen Vorrat. Nee, das ist im letzten Jahr produziert. Hat ein paar Bögen eben als Vorrat. Okay, sieht aber gut aus. Produzieren tut er. Ja, Reisezeit ist jetzt, so ein Drittel vielleicht, Viertel. Das Problem leider ist, da habe ich auch nicht so ganz drauf aufgepasst. Die waren über den Bären weg. Nee, da ist er noch. Okay. Ich glaube, das Lager für die Bögen ist relativ weit weg von dem Bogner, oder? Wo war das Lager? Ach nee, ist hier. Ah, okay. Kann dann sein, dass der Bogner seine Pfeile in den Jägerhütten selbst ausliefert? Kann das sein, warum der so viel Reisezeit hat? Weil die Wohnhütten und das Lager ist eigentlich relativ nah am Bogner Gebäude dran. Okay, aber wir haben schon wieder mal 4 Monate Nahrungsvorrat. Das haben wir schon mal sehr gut gemacht. Der hat jetzt hier auch Bögen bekommen. Offensichtlich. Zumindest hat er keine Warnung mehr. So, er jagt aktuell in diesem Gebiet. Da gibt es allerdings kein Wild. Wer jagt denn in diesem Gebiet hier? Weil wir haben hier schon einen Kreis. Wir haben hier einmal Wildschwein und einmal Rehwild. Ist das dieser Jäger?
Ach, das ist die Seegrube. Moment. Das ist der Jäger. Wo hat denn der jetzt? Ja, okay, das ist dieser Jäger. Okay, verstehe. Dann würde ich aber mal sagen, dieser Jäger jagt hier oben. Da gibt's Reh. Dann kann der Jäger hier unten hier jagen. Hier ist Eisenerz. Wir könnten ihn auch hierhin schicken. Da ist das in der Nähe. Ist vielleicht besser. Aber jetzt erstmal Winter. So, wir haben jetzt etwas Brennholz, das ist okay. Viele Holzbretter, viele Steine, kaum Stämme. Wie viele Mitarbeiter haben wir in der Sägegrube? 2. Oh, der sieht aber nicht gut aus hier. Was ist mit ihm hier? Ach, das ist der, der gerade vom Wolf angegriffen wird. Oh. Okay, erstmal hier, er ist ja fast im Dorf angekommen und anscheinend wird er doch angegriffen erfolgreich, weil er ist ja fast gestorben schon. So, aber wir können ihn retten, oder? Ja, sehr gut. Oh, was ist jetzt hier unten? Das Wild, was im Dorf ist, wird tatsächlich vom Dorfzentrum angegriffen. Das finde ich ja spannend. So, Wohnplätze haben wir 4 offen. Wir haben gerade diese Hütte noch fertig bekommen. Ich will aber jetzt nicht mehr noch mehr Hütten bauen, denn erstmal müssen wir uns tatsächlich um die Nahrungsproduktion kümmern. Hier ist der Baum schon mal abgeholzt worden, der auf dem neuen Acker steht. Und was macht ihr? Ah, auch ein Baumfellarbeiten, okay. Denn die Felder selbst können im Winter, glaube ich, nicht gebaut werden. Das ist leider so. Ach, ich habe mich pausiert. Ich habe ja priorisiert. Nee, Moment. Nein. Priorisieren sollt ihr das nicht. Aber im Winter kann hier, glaube ich, nicht gebaut werden. Genau, Bauarbeiten wurden wegen des Winters eingestellt, ja. Aber zumindest mal haben sie die Bäume schon mal gefällt. So, jetzt haben wir das erste dringende Thema erstmal erledigt. Wir haben jetzt 3 Jägerhütten, 1 Sammlerhütte. Wie gesagt, das reicht langfristig natürlich überhaupt nicht aus für weitere Bewohner. Und wir brauchen dringend neue Bewohner. Oh, jetzt haben wir noch eine Hütte fertiggestellt. Kann das sein? 60. Ich habe den Überblick tatsächlich etwas verloren. Welche Felsen bauen wir eigentlich aktuell ab? Diese? Nur diese da, okay. Ich glaube, ich hatte mal vor, diese Felsen abzubauen, weil da noch Hütten hinpassen würden. Die im Radius von dem Markt hier sind. Ja, genau. Dann machen wir das nochmal rückgängig. Nehmen wir die Felsen wieder raus. Und nehmen die Felsen wieder rein. So. Gut. Dann Cholera erkrankt. Sehr schade. Wir haben 65 Gold und der Winter ist schon wieder vorbei. So. Neujahr, Jahr 8. Die erste Staffel, die ist ja, glaube ich, im Jahr 11 beendet worden. Und wir sind weiterhin auf einem guten Weg, viel besser als die erste Staffel zu sein. Was ich mir zumindest mal Gedanken machen wollte, wäre auch die Verteidigung. Denn die Überfälle werden natürlich nicht weniger werden, im Gegenteil, die werden noch steigen. Und Verteidigungsanlagen werden wir früher oder später auf jeden Fall benötigen. Und bisher kamen die Überfälle aus dieser Richtung einmal und das zweite Mal kamen sie hier oben aus dieser Richtung. Und in die beiden Richtungen würde ich zumindest mal zuerst auch versuchen, mal einen Verteidigungswall zu beginnen.
Die werden den sehr lange vermutlich nicht fertig bekommen. Dafür ist die Position auch relativ schlecht. Dass wir hier einen kompletten Wall um unsere Siedlung bekommen. Aber zumindest mal zwei Hauptrichtungen möchte ich mal anfangen. Also wir haben hier mittlerweile ja die Möglichkeit, die Palisadenwände zu bauen. Palisadenwände halten sich nähernde Feinde auf, erschweren Angreifen und das Eindringen ins Dorf und geben den Verteidigern Zeit zum Reagieren. Die Kosten beziehen sich auf 5 Meter Mauernlänge. Dafür brauchen wir 3 Stämme. Was ist denn 5 Meter? Sind das 5 Felder? Nee, es ist ein Feld. Ja, genau. 3 Stämme für ein Feld. Ja, alternativ könnte man natürlich auch erstmal eine Verteidigung nur um das reine Zentrum bauen. Das wäre natürlich deutlich günstiger. Und was wir da schon hätten, wären auch Verteidigungsanlagen mit dem Dorfzentrum und dem Wachturm. Das wäre natürlich auch eine Variante. Das Palisadentor kostet 12 Stämme. Und das könnte man hier auf den Straßen platzieren. Ha. Und jetzt haben wir natürlich hier den Acker und die Hütte ziemlich dämlich gestellt. Jetzt kommen wir hier nicht mal durch. Ha. So, Moment. Was haben wir jetzt eigentlich im Anbau? Hier läuft schon die Bauern, das Unkraut jäten. Das ist okay. Hier, diesen Äcker wollte ich ja eigentlich gar nicht anfangen, ne? Ja, das ist ja doch gelaufen. Und dadurch, dass wir jetzt hier 100% Unkraut haben, brauchen wir, ich denke mal, hier überhaupt nichts mehr anbauen. Da werden wir mal komplett die Bauern beschäftigen, dass die versuchen, das Unkraut zu bekämpfen. Problem ist halt, wir haben jetzt hier nur 2 Arbeiter beschäftigt, könnten maximal 5 machen. Ich vermute mal, für den 2 Arbeiter ist das Feld auch zu groß. Ich will aber nicht mehr draufsetzen. Wir haben jetzt nur noch 2 Arbeiter. Ich mache mal einen Bauhandwerker weniger. Ein neuer Händler ist eingetroffen. So, Moment mal. Was hast du denn im Angebot? Wir haben Steine. Gar nichts vorbereitet. Das ist auch doof. Ja, wir hatten zu wenig Arbeiter, um die Steine wirklich abzubauen. Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren würde aktuell, wären Kräuter. Hast du das im Angebot? Sieht nicht so aus. Doch, hier. 3 Gold pro Stück. Wir haben 69. Im Handelsposten sind 60. Ach, hier oben sehe ich nur das, was in der Stadt ist. Stimmt. 54 Steine in der Stadt und 1 Stein im Inventar vom Handelsposten. Mit den 60 Gold kann man doch einige Kräuter kaufen. Ich will die mal tatsächlich kaufen. Zumindest mal ein paar. Denn für die Kräuter brauchen wir ja für die Upgrades der Hütten. Wir nehmen mal 16. Ist jetzt relativ willkürlich. Und wir wollen das ins Siedlungslager transportieren. So. Wir waren davor bei den Verteidigungsanlagen. Ja, eine kleine Verteidigungswahl wäre halt nur die Hütten zu umschließen. Kriegen wir hier den Siedlungswall, aber den Wall halt nicht durch, wenn wir die Straße hier haben. Brauchen wir die Straße? Wir könnten die Straße auch hier rumführen dann. Und das machen wir auch. Wir nehmen mal
die Straße weg. Genau wie die. Und dann könnte man hier ein Tor machen. Feldfrüchte bereit zum Anbau. Bitte mal noch nicht aktivieren. Wir könnten hier hinten ein Tor machen, an dieser Straße. Den Handelsposten hätte ich gerne innerhalb des Palisadenwalls. Hier noch ein Tor. Und dann diesen inneren Bereich dann umzäunen. Dann müsste man noch ein bisschen Platz lassen, damit hier die Kaserne noch reinpasst. Ich müsste irgendwie so an die Seite. Ist die Kaserne ein eigenes Verteidigungsgebäude? In der Kaserne, die auch als Verteidigungsanlage dient, ja, ist es also, werden Soldaten ausgebildet und untergebracht. Soldaten werden benötigt, um mit stärker gepanzerten Angreifern und Belagerungsrammen fertig zu werden. Ja. Kostet 250 Gold und 5 Gold Unterhalt. Die werden wir natürlich erst bauen können, wenn wir dann tatsächlich mal... Ups, das war falsch. Tatsächlich mal relevante Mengen haben zum Verkaufen. Wie ging das Drehen hier? Mann. War doch O, oder? Nee. Tab. Ah, hat man einige Tage nicht gespielt. Ja, also werden wir erst bauen können, wenn wir dann tatsächlich relevante Mengen zum Verkaufen haben, zum Beispiel Steine oder Kohle. Und die Kaserne könnte ich mir vorstellen, dass sie hier hinten ist mit. Dann wäre sie im Verteidigungswall drin. So. Zum Beispiel. Würde dem Stadt-Dorfzentrum Verteidigung mitgeben. Da müssten wir jetzt die Steine entfernen, wenn wir sie da hinstellen. Plan die mal da. Auch das werden wir nicht aktivieren. So, Feldfrüchte zum Anbau bereit. Ah, der Kleinacker ist schon fertig. Interessant. Ach, deshalb haben wir auch keine Arbeiter gehabt, weil die beiden geplanten Äcker die Leute abgezogen haben. Ja, 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 ja. So, hier sind weiterhin zwei Leute beschäftigt. Okay. Macht es noch Sinn, diesem Jahr hier irgendwas anzubauen? Eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir hier die Feldarbeiten machen. Und wir werden die Leute mal von hier abziehen. Bei diesem großen Acker. Wohl, vielleicht machen wir, lass mal das einmal noch hier beginnen. Beenden, so rum. Und dann werden wir sie auf den anderen Acker verschieben. So, im nächsten Jahr können wir dann, glaube ich, das erste Mal was anbauen. So vielleicht. Und hier machen wir dann mal irgendwie sowas. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen später. So. Der zweite Acker wird dann schon bearbeitet. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? 5 immerhin wieder. So, und jetzt sind hier die Feldarbeiten fertig. Dann können wir die hier rausnehmen, die Leute. Und hier hinzufügen. So. Gut. Und wir haben weiterhin 5 und 1. Das sieht gut aus. So. Jetzt unsere Verteidigungsgebäude. Also hier haben wir ein Tor. Dann hätte ich hier auf die Straße gern dann noch ein Tor. Nimm die Straße mal weg. Neuer Händler. Ich glaube,
den brauche ich mir gar nicht anschauen. Denn wir haben eh kaum was zum Handeln. So, und auf die Straße dann ein Tor. So, oder so. Dann machen wir das doch nicht so schief. Dann machen wir das eher so und dann so. Und dann kann das Tor hier hin. Bitte nicht bauen. Dann können wir jetzt hier die Palisaden verbinden. Das war ja das ganze, das Ziel der Sache. Genau so wäre das dann, würde ich mir das vorstellen. Ja, will ich jetzt jedes einzelne deaktivieren? Oder will ich es tatsächlich bauen? Wir bauen das mal teilweise. So, und am anderen Ende würde das Tor da oben sein. So. Vielleicht hat man noch auf der Seite auch noch ein Ausgangstor, müssen wir mal gucken. Wäre vermutlich sinnvoll. Aber hier jetzt die Palisade drumherum zu bauen, das hätte zumindest mal Aussicht auch darauf, dass wir fertig werden. apropos, wie sieht es denn eigentlich mit dieser Waldsiedlung aus? Wie hieß das? Arbeitercamp. Ach, das haben wir gar nicht gebaut. Weil wir da 20 Stämme für brauchen. Ja, ja, ja. Haben wir noch Aufträge für Stämme? Ja, haben wir noch. Okay. Jetzt haben wir hier aber maximal 3 Arbeiter. Beim Platzieren standen 2. Heißt das, wenn da 2 steht, dass das nur 1 bis 3 sind? So. Nahrungsvorräte sind okay. Nicht berauschend, aber okay. Oh, das, das Tor hatte ich nicht nicht deaktiviert, aber jetzt haben sie es angefangen. Ist okay, denke ich. So, der nächste Händler war da. Was hat der im Angebot? Räucherfleisch, Seife, Medizin. Ach so, Moment, ich wollte mir mal was angucken. Oh, ich hoffe, es ist noch da. Ich wollte mir mal die Kräuter angucken. Ah, da, in den Tooltips steht ja hier nichts drin zu den Waren, ne? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man die Medizin, die wir jetzt hier kaufen können, auch verwenden können, ohne dass wir einen Heilkundigen haben. Und sind die Kräuter jetzt in den Hütten angekommen eigentlich? Ja. Nee, wir kaufen mal nichts von denen. Ja, was bauen wir jetzt eigentlich zu Ende? Also wir brauchen ja dringend Geld. Wir haben jetzt aktuell von unseren Hütten bekommen wir 2 Gold im Monat. Das ist natürlich super wenig. Wir könnten hier die geplante Eisenmine zu Ende bauen und das für 3 Gold pro Eisen verkaufen. Oder wir können hier das Arbeitercamp zu Ende bauen für 20 Stämme. Was uns langfristig dann Stämme produzieren wird. Vermutlich ist das besser als die Eisenmine, deshalb mache ich das hier mal an.
Ja, dafür brauchen wir aber Arbeiter, die uns das Holz erstmal liefern. Und das ist immer so das Problem. Das begleitet uns ja seit der allerersten Folge und hat immer zu wenig Arbeiter. Aber hat ja auch nicht genügend Nahrung, um alle zu verköstigen. Das ist ja das Problem. So. Ja, Nahrungsvorräte sind halt sehr, 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 sehr niedrig weiterhin. Der Jäger beschwert sich, dass er kein Essen hat. Ja. Dieses Gebäude, dieser Jäger hat auch kein Essen. Dieser Jäger hat zumindest mal genug Essen. Moment mal, unser Sammler. Der sammelt aktuell hier. Da sind auch noch genügend Beeren da. Ist okay. Frage ist auch, ob man eine zweite Sammlerhütte ob das was bringt. Man kann ja, hier hat ja nur einen Beschäftigten. Und sollte man zumindest ein bisschen mehr Vitamin C. Allerdings haben wir ja in den Feldern schon super viele Leute aktuell drin. Achso, und der zweite kleine Acker ist auch fertig. Auch da können wir ja nur. Hier die Feldarbeit machen für die Unkrautbeseitigung. Ja, aber im nächsten Jahr wird das ganz bestimmt besser. Auf jeden Fall. Oder wollen wir den Sammler hier vielleicht mal die Vogeleier sammeln lassen? Wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, oder einen zweiten Sammler noch bauen. Ja, aber dafür haben wir den Arbeiter nicht. Wir haben Schuster, Gerber, Bogner, zwei Wachen, Räucherer. Drei Jäger, sechs Bauern, Priester, ein Säger können wir allerdings noch rauswerfen, glaube ich. So. Und das nächste Raubtier. Ein Wolf, der schon halb tot ist. Ah, der Jäger hier. Verstehe. Okay, versuch mal zu entkommen. Und jetzt habe ich vorhin erklärt, dass Nahkampf. Ja, toll. Was ist der Unterschied? Warum konnte dieser Wolf den jetzt einholen? Das hat bisher immer geklappt. Ja, und den Heilkundigen haben wir nicht und deshalb stirbt er jetzt hier. Noch ein Angriff. Bauern, kommt mal mit. So, jetzt bitte hier den Bären angreifen. Ja, die rennen, sind dem Bären hinterhergerannt und konnten ihn nicht einholen. Ja, okay, so. Der Wolf steht jetzt hier. Ich glaube, wir müssen ihn anlocken mit einem gesunden. Hier mit diesem Kind. Ich bin gewillt, dieses Kind zu opfern. Ja, und es hat seine Aufgabe hervorragend gemacht. Und auch der Wolf ist tot.
Okay, ich habe gerade gesehen, Kinder laufen langsamer offensichtlich als Raubtiere. Könnte damit zusammenhängen, dass eventuell Erwachsene schneller rennen. Allerdings ist nicht jeder Jäger gestorben. Erklärt es halt auch nicht. Schade. Gut, aber wir haben, ich darf mich ja nicht beschweren, das ist jetzt erst der Tote Nummer 6 in 8 Jahren. Das ist ja, hält sich ja alles im Rahmen. So, unsere Baustelle für das Arbeitercamp. Moment mal, Arbeitercamp, habe ich da das richtige Gebäude gesetzt? Was ich setzen will, wollte, ist doch, ist das Richtige. Arbeitercamps werden genutzt, um kontinuierlich Holz zu ernten und Stein abzubauen. Genau, das wollte ich. Ich habe es gerade verwechselt mit, wie hieß das Teil? Da gab es doch so ein Teil. Ah, hier, die temporäre Unterkunft. Ah, okay. Die kann man setzen, damit dort Arbeiter eine temporäre Unterkunft haben. Gut. Oh, ich sehe gerade die Zeit. Die ist sehr weit fortgeschritten. Wie haben wir hier eigentlich? Ah, der neue Jäger, vermutlich. Hallo. Und ich würde sagen, die Folge neigt sich dem Ende. In der nächsten Folge werden wir vielleicht vermutlich ein bisschen mehr Holz bekommen, um die Anfänge unserer Palisadenwelt vielleicht zu sehen. Beziehungsweise eigentlich müssten wir hier das Arbeitercamp priorisieren eigentlich für die mit den Stämmen, die wir abholzen. Ja, das müssen wir wohl so machen. Okay, aber in der nächsten Folge geht's weiter. Macht's gut und tschüss.